Hallo. Hallo. Der freundliche Heuhaufen. Ihr habt schon erraten, ich bin's natürlich. Wir spielen wieder Assassin's Creed 2. Wir befinden uns hier im, ich glaube, Florenz war's. Es ist ein paar Tage her, seitdem ich das letzte Mal Assassin's Creed 2 gespielt habe. Dementsprechend habe ich jetzt gerade keine Ahnung von der Steuerung, aber das stört mich ja wie üblich nicht. Und wie soll ich sagen? Natürlich, ich habe. Das ist jetzt Folge 2 und ich habe eine lange Aufnahmepause gemacht. Wer hätte das erwartet? Das liegt einfach daran, dass ich versucht habe, die erste Folge hochzuladen. Na komm, du darfst nicht gerade springen. Nicht dahin. Na gut. Das liegt daran, dass ich einfach die erste Folge mal hochgeladen habe, um zu schauen, ob es jetzt nun tatsächlich irgendein Monetarisierungsproblem oder ein Sperrungssystemproblem oder sonst irgendwas wegen der Hintergrundmusik gibt. Das gab es nicht, daher musste ich nichts ändern, das ist ganz gut so. Nachdem das Spiel jetzt auch was älter ist, macht es ja nichts, wenn ich die eine Folge aufnehme, dann ein bisschen was warte und die zweite aufnehme. Ich möchte sowieso im. Ich möchte sowieso ein Stück raushauen, beziehungsweise in der Reihenfolge. Um. Das Ganze einfach ein Stück zu haben. Daher wäre es eher blöd, wenn ich jetzt die erste Folge rausgehauen hätte und dann 3 Monate gewartet hätte. Das ist Wochen gewesen, um dann den Rest aufzunehmen. Aber das Gute ist, ich habe jetzt genügend Zeit, um einfach den Rest aufzunehmen und dann alles am Stück hochzuladen und rauszuholen. So. Das war nicht sprechen. Das war nicht sprechen. Die war jetzt nochmal sprechen. Kopfdrücken ist. Gib mir eine Steuerung. Verdammt, wie war jetzt die Steuerung? Funktionen kann man steuern. Kann man anpassen. Kopf E. Ah, Ezio, ben trovato. Wie geht es euch? Wie immer. Ich habe einen Brief für Signor Lorenzo. Ich werde ihn überreichen, sobald er wieder da ist. Wieder da? Sie sind zur Villa Careggi, tut mir leid. Und Sie werden nicht vor morgen zurückerwartet. Ich werde es ausrichten. Das ist doch auch schön. Unser erster Auftrag, ihr sollt eine Hilfe überbringen und es passt. Ich habe mit viel Glück neue Lieferanten gefunden und gebe all meine Ersparnisse an meine hochverehrten Kunden weiter. So, schnell weg. Ich möchte keinen Stress. Nein, ehrlich, ich habe krank. Seid nicht schüchtern, tretet näher. Später, wenn wir Waffen haben, können wir genug später stressen. Mein Gott, wo ist der Eingang? Ja, auch nicht. Nehmen wir den. Schön weiterarbeiten. Biscero. Ja, was haben wir denn da? Du sorgst dich zu viel, Giovanni. Francesco de Pazzi ist im Kerker. Die Bedrohung ist beendet. Dann glaube ich, da brauchen wir nicht Geld. Ah, mein Sohn. Du kennst meinen Freund Uberto. Guten Morgen, Konfaloniere Alberti. Wünsche ich dir auch, junger Mann. Du hast meine Nachricht abgeliefert? Si, Padre. Aber scheinbar ist Lorenzo nicht in der Stadt. Das habe ich nicht erwartet. Was macht das schon? Dann wartest du noch 1-2 Tage. Hör mal, deine Mutter und Schwester haben nach dir gesucht. Ich werde dich bald brauchen. Aber schau, ob du ihnen nicht helfen kannst. Seid ihr sicher? Ja, nun, würdest du uns entschuldigen. Es war nett, dich zu sehen.
nicht mehr rausgeschmissen. Das ist doch super. Na, was willst du? Hey, Claudia, wie geht's dir? Ganz gut. Du sollst mir doch nichts vormachen. Es ist du, Joe. Was ist mit ihm? Ich glaube, er war untreu. Wer sagt das? Die anderen Mädchen. Ich dachte, sie wären Freundinnen. Hyänen. Ohne die ging's dir besser. Ich liebte ihn. Nein, Claudia. Das hast du dir eingebildet. Er soll büßen für das, was er getan hat. Warte hier. Ich werde einen Takt mit ihm reden. Oh. Und so beginnt das Leben eines Assassinen. Nein, das war die falsche Taste. Gut zu wissen. Also noch. Hey, Cloud. Ich will das überspringen. Wie geht's dir? Ganz gut. Du sollst mir doch nichts vormachen. Es ist du, Joe. Was ist mit dann ihm? Dann müssen wir das wohl einfach ich glaube, er war untreu. Wer sagt das? Die anderen Mädchen. Und die Presse. Ich dachte, sie wären Freundinnen. Hyänen. Ohne die ging's dir besser. Ich liebte ihn. Nein, Claudia, das hast du dir eingebildet. Er soll büßen für das, was er getan hat. Warte hier. Ich werde einen Takt mit ihm reden. Claudias Rache.de. IT, wir sind in Italien. So, welche Taste ist jetzt nochmal? Ich drücke gerade viele Tasten durch. Ja, alles klar. Dann wollen wir doch mal kurz mit, wie auch immer hieß, ist ja nicht wichtig, reden. Wir nehmen mal wieder den Dachexpress, weil Dachexpress geht schnell. Und ich glaube, ihr habt euch die Stadt garantiert schon oft genug angeschaut, weil ihr das Spiel schon gespielt habt. Wenn nicht, dann solltet ihr das tun. Wahrscheinlich seid ihr besser als ich. Ja, sehr optimal. Eigentlich wollte ich da auch nur zurück ins Arena. Was ich übrigens schön finde, ist, dass hier nicht nur Leute einfach nur rumrennen und Sachen hinterher tragen. Er ist mir bekannt, aber woher? Nein, ist er nicht. Duccio! Wie wunderschön! Nur das Beste für dich, amore mio. Aber was ist mit Claudia? Ich dachte, ihr werdet einander versprochen. Vater sagt, mir gebührt was Besseres als eine Auditore. Oh, du Schurke! Komm, lass uns spazieren. Spazieren? Ich hatte etwas ganz anderes im Sinn. Oh, Duccio. Hey, du dreckiges Schwein! Ezio, mein Freund! Du beleidigst meine Schwester, gockelst mit dieser Putana. Wovon redest du überhaupt? Ich sah, was du ihr gabst. Hörte, was du sagtest. Wäre deiner Schwester ihre Keuschheit nicht so wichtig? Du brichst ihr Herz. Und jetzt werde ich dir die Nase brechen. Ihr Auditore könnt alle reden, aber wenn es dann ernst wird... Du wirst deine große Klappe bereuen. Ich hätte deiner Schwester viele Dinge beibringen können. Sie soll froh sein, jemanden wie mich gehabt zu haben. Bastardo! Basta, ich gebe auf. Oh, basta! Lass die Finger von meiner Schwester! No, schon auf ihr Geld bekommen. Schande über euch! Sind wir auch vorbeigekommen. Und wieder zurück zu unserer Schwester, denke ich. Und ein Neunachter. Alternativ können wir aber ganz kurz da rumklettern. Können wir hier schon hoch? Nein, können wir nicht. Nein, wir können hier hoch. Das ist nämlich ein Aussichtspunkt. Würde ich behaupten. Ja, genau. Da wollte ich auch gerade hin. Ich fürchte, der ist da. Ja, da oben hätte das erwartet.
wir darüber. Eine Frage in 15 Fällen. Ein bisschen Geld kann man. Kann man immer gebrauchen. Vor allem, wenn man einen Arzt braucht. Wie schrecklich unkleidsam. Gehen wir mal hier weg von der Straße, da drüben rennen wir wieder mal mit dir zu. Ja, das geht schon mal so halbwegs aus, als könnte man sowas wissen. Weil da falle ich wahrscheinlich wieder runter und das nächste Mal bin ich ein bisschen sterben. Also, wenn ich meine, ich meine natürlich muss. Du stirbst mit mir. So, da drüben. Separatorturm. Euer fucking Ernst. Wer hat denn die Scheiße hier gebaut? Irgendwo da muss es weiter hochgehen, das ist ein Platz. Wahrscheinlich auf Seite der Anton, aber auf Seite 4. Fette das erwartet. Ja, da ist es. Wäre ich mal gleich in die andere Richtung geklettert, aber ihr wisst ja, ich bin ja Vollprofi vom Lande. Seite klettern und da wieder hochkommen. Hochklettern ist einfach. Wieder runterklettern. Da sollte man sehen, was man tut. Das ist hoffentlich auch der schwierigste Turm hier in Florenz. Ich weiß es nicht. Ich habe das Spiel zwar schon mal angespielt, vor langer Zeit. Allerdings auf A-Konsole. Und B. Deine Güte willst du nicht? Okay. Also wie gesagt, ich habe das Spiel schon lange, irgendwann mal vor Jahrhunderten mal angezockt. Daher weiß ich ungefähr, wie es weitergehen wird, aber das ist auch nicht hoch. Weil die ganzen Details, die sind halt auch mir nicht mehr im Kopf. Im Gegensatz zum ersten... Alter, guck mal da hoch. Im Gegensatz zum ersten, wo ich dann tatsächlich mal ein wenig mehr gespielt habe. Das könnte doch... Könnte das nicht? Ich glaube nicht. Hallo, ich...
ich wieder hoch. Zwar ohne abzustürzen. Sorry für diese Kletterpartie. Warum bist du eben denn nicht hochgeklettert? Idiot. Entschuldigung. So, Kopf war. So, ich habe es wie gesagt schon vor langer Zeit mal gespielt. Das ist doch ein wunderbarer Ausblick über die Stadt, oder nicht? Guck mal, das können wir immer noch. Auch wenn wir in der letzten Sekunde ein bisschen. Na egal. Wo war ich gerade stehen geblieben bei meiner Erzählung? Ja, ich habe es vor langer Zeit mal gespielt. Ich habe dieses Spiel nicht durchgespielt gehabt. Aus verschiedensten Gründen. Das hat eigentlich nichts mit dem Spiel zu tun. Und ich habe mir in den Kopf gesetzt, ich möchte es gerne weiterspielen. Bringt das schnell ans Ziel. Sehr schnell. Dann zahle ich gut. Oh, das ist ja schön. Ich habe einige feine Waren. Dann lauf mal rein. Kommt, Freunde! Erfüllen. Diese Woche verspätet. Vor der Familie Bentivoglio. Erhebliche Rückstände bei einem unserer geschätzten Mitglieder führten zu dieser drakonischen Maßnahme, die bis zur vollständigen Bezahlung in Kraft bleiben wird. Die neuesten Meldungen. Kenne ich den nicht irgendwoher? Wegen der schlechten Getreideernte dieses Jahr ist auf der den Preis für Wachstum. Oh, grazie. Dann für den Brief. Jetzt. Entschuldigung. Warum müsst ihr euch so zum Narren machen, Idiot? Nein, ihr seht mich nicht. Frisch gefangene Igel! Wer braucht einen Aderlass? Ja, ein Aderlass, das ist doch nur das Beste, was man haben kann. Das andere Ziel ist da unten, oder? Laufe ich ausnahmsweise mal oben rum und das andere Ziel ist wahrscheinlich unten. Ah, das ist doch sehr. Das Glück ist mit mir. Na komm. Lass fallen. Oh, grazie. Ja, okay, bekommen. Alles gut. Eigentlich wollte ich ja die Familienmission machen und mal ein bisschen das Copy weiter. Wer wird sich noch etwas speichern? Ja, ihr kennt das ja. Einfach mal ein bisschen auf los spielen. Wir haben ein bisschen was machen. Story-technisch ist da. Ach ja. Was ihr ja schon beim letzten Mal mitbekommen habt, in der letzten. Also in Assassin's Creed 1. Ich werde die Story durchspielen. Aber ich werde nicht alle Collectibles sammeln. Das ist einfach zu viel Aufwand. Da empfehle ich dann tatsächlich ein Watchroom, was auch immer, wo alles drin steht, weil alle Collectibles damit nicht hart. Der gute Bruder Donato möchte alle gläubigen Christen darauf hinweisen, wie wichtig. Cazzo! Scheiße!
Scheiße, ich hab ihn verloren. Vielleicht noch in der Nähe. Nein, läuft weiter. Oder hier. Geht doch. Jetzt müssen wir noch kurz warten, bis der Typ da weg ist. Dann können wir aus dem Strom da raus. Mission oder sowas. Bestimmte Dinge mache ich einfach erst dann, wenn wir auch tatsächlich. Ach, da unten wollen wir ja nicht. Wenn wir tatsächlich eine Ausrüstung haben, einfach so vollst die Bügel, ist vielleicht auch nicht optimal. Da brat mir doch eine ein. Ich nehme natürlich Collectibles mit, sofern wir sie noch so finden. Geld schadet ja nicht. Pesce fresco, appena pescato! In città non c'è di meglio! Ey, Ezio! Was machst du hier draußen, Petruccio? Du solltest im Bett sein. Ich will diese Federn. Wofür? Ist ein Geheimnis. Wenn ich sie dir hole, gehst du dann wieder rein? Ja, versprochen. Wer kann leuchtenden Kinderaugen denn jemals widerstehen? Und wieder runter. Nicht ganz so tief. Mein Gott, wo haben die ihre Federn bitte schön versteckt? So, zwei. Ah, das ist das gute, der Klassiker in Assassin's Creed Teil. Laufe und sammle. Alternativ, schleiche, töte jemanden, aber das war sie ja noch nicht. Wir sind ja kein Assassine. Wir sind immer noch ein guter Firenzer. Der einfach nur besorgt ist. Besorgt, hab doch. Träum ich das alles nur? Hier, wie versprochen. Grazie, Bruder. Du hast noch nicht gesagt, wofür du sie brauchst. Mach ich. Bei Zeiten. Wahrscheinlich perverse Dinge. Wirklich? Na gut, das ist ein kleines Kind, wahrscheinlich nicht. Auf der anderen Seite ist es ein Italiener. Ah, das ist auch wieder, klingt auch wieder falsch. Nein, streich das. Das Buongiorno, Ezio. Buongiorno a voi, madre. Come state? Sto bene. E tu? Erholst du dich vielleicht noch von gestern Nacht? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Natürlich nicht. Egal. Ich muss etwas erledigen. Ich möchte, dass du mitkommst. Mit Vergnügen. Komm, es ist nicht weit von hier. Ja, dann wollen wir weiter, ja. Ich weiß von deinem Kampf mit Vieri. Welcher Kampf? Ach bitte, du musst mir doch nichts vormachen. Er hat uns beleidigt. Das konnte ich nicht länger dulden. Er hat sicher Schwierigkeiten, mit den Anschuldigungen gegen seinen Vater umzugehen. Francesco de Pazzi ist vieles. Und nichts davon gut. Aber selbst ich hielt ihn nicht für einen Mörder. Was wird mit ihm geschehen? Es wird ein Verfahren geben.
Wird Vater dort aussagen? Das muss er. Er nur hat die Beweise. Dennoch, ich wünschte mir eine andere Lösung. Mach dir keine Sorgen. Alle wollen Gerechtigkeit. Es ist eine unglückliche Geschichte, aber sie geht vorbei. Da sind wir. Hallo, Leonardo. Madonna Maria. Das ist mein Sohn, Ezio. Molto onorato. L'onore è mio. Lasst mich erstmal die Gemälde holen. Ich bin sofort zurück. Er ist sehr talentiert. Immagino. Sich auszudrücken ist wichtig, um das Leben wirklich zu genießen. Du solltest ein Ventil finden. Ich habe viele Ventile. Ich meinte Ventile, nicht Vaginas. Mutter. Zu euch nach Hause also. Si, si. Ezio, hilf Leonardo, ja? Und wieder muss ich mal nachschauen. Hand ist umschalten. Left Hand. Hallo. So, Ezio. Was machst du so? Er arbeitete bisher für seinen Vater. Ah, also wirst du Bankier. Bisher. Und du? Kunst, nicht wahr? Ganz ehrlich, kann ich mich nur schwer entscheiden. Malen ist nett, aber oft denke ich, meiner Arbeit fehlt es an Zweck. Macht das Sinn? Ich würde lieber praktischer arbeiten. Viel direkter. Architektur vielleicht. Oder Anatomie. Es reicht mir nicht, die Welt abzubilden. Ich will sie verändern. Oh, Leonardo. Ich zweifle nicht, dass ihr große Dinge vollbringen werdet. Vielen grazie, Madonna. Wie nett von euch. Ja, jetzt wäre es natürlich schön, wenn ich habe Grafen, Prinzen und Könige. Aber offensichtlich müssen wir uns. Alles klar. Ich dachte schon, dass die sich das Weg freuen. Na egal. Sexy hübschen Hüftschwung, die er da hat. Danke für die Hilfe, mein Sohn. Ich will dich nicht länger von anderen Pflichten abhalten. Eine Freude, dich kennenzulernen, Ezio. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Ich auch. So, und ich glaube, mit diesem Eindruck, wir sind jetzt ein Freund der Familie. Moment, ist es unsere Familie? Egal. Werde ich jetzt einfach mal die Folge beenden. Alle, die zugeschaut haben. Ich bedanke mich für alle Kommentare, Daumen hoch und was auch immer ihr noch gerne tun möchtet. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Assassin's Creed 2. Mein Name ist Desmond Miles und ich bin ein Kriegsgefangener.
Es ist ein Krieg, von dem ich nichts wusste. Zwischen zwei Gruppen, die ich nie für real hielt. Templer und Assassinen. Der Animus zeigte mir die Wahrheit. Was ich alles sah, was ich alles war. Tausend Jahre Geschichte fließen durch meine Adern. Zum Leben erweckt durch diese Maschine. Sie wollen mit ihr und mir etwas finden. Sie nennen es den Apfel. Ein Artefakt. Einer von vielen sogenannten Edensplittern. Die Templer sammeln sie. So behalten sie ihre Macht. Und wenn die Templer noch einen Splitter finden, wird sich alles ändern. Sie wollen uns alle versklaven. Als sie mich hierher brachten, hatte ich Angst davor, mich zu wehren. Jetzt habe ich Angst vor dem, was kommt, wenn ich es nicht tue. Aber ich schaffe es nicht allein. Vielleicht muss ich es auch nicht. Ich traf jemanden. Ihr Name ist Lucy. Sie scheint auf meiner Seite zu sein. Aber sie ist fort. Entführt von diesem Bastard Warren Widdig und seinen Templerherren. Ich weiß nicht, was mit ihr geschehen wird. Oder was mit mir geschehen wird. Ich weiß nur, dass ich hier raus muss. Und zwar ziemlich bald. Mein Name ist Desmond Miles. Und das ist meine Geschichte.